Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Outlaws. Und mir ist hier gerade was aufgefallen. Ich war jetzt nur kurz noch auf der Toilette während der letzten und dieser Folge. Das ist quasi das, was ihr jetzt nicht erlebt habt. Herzlichen Glückwunsch für die Info. Wenn ich Escape drücke, steht ihr da unten dran, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Es war vor 17 Minuten und ich kann nicht mal selber speichern. Im Moment. Also das finde ich schon sehr hart, vor allem wenn man bedenkt, dass ich gerade auf dem Schiff war. Ich brauche einen technischen Rat und du wurdest mir wärmstens empfohlen. Wunderbar. Auf welchem Gebiet brauchst du Beratung? Persönliche Habitate? Feuchtigkeitsfarm? Das darf ich nicht sagen. Was genau soll das hier werden? Ach, hör zu. Ich habe viele Kredits. Und ich will auf Tatooine in die Landentwicklung investieren. Und jetzt brauche ich jemanden, der mir etwas zur Umgebung sagen kann und zum Bergbau. Und nicht meine Zeit mit Fragen vergeudet. Aha. Ich sag's dir ganz direkt. Ich arbeite nicht für die Hutten. Oh, ich schwöre dir, ich frage nicht im Auftrag der Hutten. Was immer es ist, ich will nichts damit zu tun haben. Aber vielleicht habe ich einen Tipp, wenn du dafür bezahlst. Auf geht's. Ja, ist gut. Was kannst du mir sagen? Ich habe das nie selbst gemacht, aber mein Großvater. Seine Aufgabe war, das Land zu erkunden und nach Rohstoffvorkommen zu suchen. Hast du noch Kopien seiner Arbeit? Nein, die Minengilde gibt diese Informationen nicht frei. Aber er hat Tagebücher geführt. Die sind noch in der Mine von Mos Algo. Ah, danke. Tja, 50 Kredits, das war es mir wert. Alles, was mir was auf der Karte markiert und letztendlich in irgendeine Art von Quest ausartet, wenn es eine Mini ist, ist es mir wert. Oh, wer bist du denn? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Hm. Ich glaube jetzt mal nicht, dass ich was davon brauche, oder? Im Moment. Sie kommen wieder. Meinst du? Meinst du, dass ich wiederkomme, ja? Okay, also. Eigentlich könnte man hier hochklettern, wenn man es genau nimmt. Dringend, CMC-Bericht. Standard 2 wird als Teil der neuen Unternehmungsstrategie geschlossen. Alle Teile der Belegschaft, die nicht bereits nach Bestien, Mos Espa oder Anchorhead versetzt wurden, haben sich auf die Abreise vorzubereiten. Die Tunnel werden durch Sprengladungen versiegelt und die Grube wird geschlossen. Alle Ausrüstung, die noch nicht von der Logistik eingesammelt wurde, wird weggeschlossen und verbleibt vor Ort. Komme ich leider nicht hoch. Aber an den Imperialen komme ich halt auch nicht vorbei vorne, ne? Da oben liegt was. Na gut, das reicht nicht. Das kannst du mir aber mal bringen, nix. Da drüben. Mein Bruder ist Pilot. Er hat 3X-Flügler in einer Luftschlacht abgeschossen. Ich probiere was. Wenn das funktioniert, ist das total dämlich. Mehr sage ich dazu nicht. Ist das dämlich. Schmuckstück, der Spitzel. Also es ist wie so ein kleines Gefängnis, Mini-Gefängnis. ISS-Bericht, Hoss. Hoss, Alter 63, Berufssöldner. Hoss gilt seit langem als einer der härtesten Söldner der Galaxis. Er wurde in 6 Systemen zum Tode verurteilt, obwohl er an zahlreichen schweren Straftaten beteiligt war, darunter Betrug, schwerer Diebstahl, Einbruch und mehr Morde als aufzuzählen.
Es aufzuzählen sich lohnt. Machte Hosses nie zu einer lohnenden Zusammenarbeit mit einem der großen Verbrechersyndikate. Alle Ermittlungen bezüglich seiner kriminellen Karriere weisen darauf hin, dass Hoss gemeinhin als unberechenbar Gefahr angesehen wird und man kann davon ausgehen, dass er sich früher oder später selbst einen Strick drehen wird. Sei es durch die zahllosen Schulden, die er bei den mächtigsten Verbrecherbossen der Galaxis angehäuft hat, oder weil er von seiner zeitweiligen Partner hintergangen wird, die ihn als Risiko betrachten. Komisch, warum nur? Entschuldigung, ich musste mich ganz kurz um etwas für die Arbeit kümmern. War nicht lange weg. So, dann habe ich hier alles erledigt. Right? Ihre Sorgen, kaufen Sie lieber ein. Glaube ja. Es gibt einen unentdeckten Schatz hier. Tja. Wo der wohl ist. Wir werden es nie rausfinden. Ich würde ganz gerne. Ach, das ist draußen. Ecke das imperiale System. Machen wir doch das da. Festhalten. So. Jetzt war kurz mein Bildschirm schwarz. Aber nur bei mir, seltsamerweise. Sind hier Ermittlungen oder was ist hier? Kein Zutritt für Unbefugte. Ich bin ja auch not even close, Mann. Das Spiel muss mal dringend chillen. Ich habe nichts von neuen Blastern gehört, aber hoffentlich stimmt es. Was machst du hier? Die will doch Ärger. Will ich das? Nix. Es ist Showtime. Erschießt es doch einfach. Stopp! Sie sind nicht befugt, hier zu sein. Outer Rim abschauen. Ist das bescheuert? Zeit, sie abzulenken. Kümmere dich mal um den. Lass es nicht entwischen. Ich hab gepfeift, mein Charakter gepfiffen. Mein Charakter hat's irgendwie nur nicht von sich gegeben gerade. Nein. Was ist da los? Ich hasse diesen Posten. Hm? Halt! Hier ist bitte. Ist das bescheuert? Das ist aber so Assassin's Creed-Style. Also das kann man jetzt nicht auf das Spiel schieben. Tob dich aus, Nix. Was? Da ging das auch schon, dass dann alle nach und nach, wie es würden sie sich in der Schlange anstellen, an den Punkt hingehen und da dann alle vernichtet werden. Oh, das könnte der Schatz sein, der noch fehlt, oder? Nee, das ist Vorratslager explizit. Bist du der Letzte? Was siehst du? Weil ich muss noch einmal den hier machen. Hallo? Was war das? Hey! Was? Das ist die letzte Waffe. Bewegung, nix! Die haben es auf uns abgesehen! Haben sie nicht. So, einmal fehlt noch. Okay, da rein kommt man nicht. Coolio! Halt dich fest, Nix. Ist das da oben die imperiale Basis? Nee. Oh, es könnte aber sein, dass das schon imperiales Gebiet ist. Ja, oder? Ja, es ist imperiales Gebiet. Oh, da oben ist auch die Hauptquest. Okay, dann ignoriere ich das erstmal. Das mache ich dann ein andermal. Imperialer Kontrollpunkt.
Nix. Jag das hoch. Ich habe die Gefangenen bewacht, die von den Verhördroiden in die Mangel genommen wurden. Mach ich nie wieder. Beseitig dieses Ding! Das hier ist Sperrgebiet. Oh nein! Sturmtrupplerin am Boden! Konnte das nur, ich will das da einsammeln. Wie konnte das nur geschehen? Und schon wieder die Arbeit. Ich entschuldige mich. Ich hoffe, ich schneide das auch wirklich raus später und vergesse das nicht. Eine tote Kameradin! So, du, mein Freund, bist der Letzte in der, im Glied. Du bist nicht befugt, hier zu sein. Bin ich das? Oh, Griff! Gehst du auf mich los? Upsi! Moment mal. Wow. Ah, nee, doch nicht gesucht. Doch na, gesucht, aber... Keine Spur von der naja, das akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ist zwar irgendwie ein bisschen unnötig, das aber... Das krieg ich hin. Ja, ich hab's. Wir halten Augen und Ohren offen. Alter, dumm zum Fahren. So, warte mal. Ah. Das sind die anderen, dessen Fähigkeit mir noch fehlt, ja? So, dann habe ich ihn sogar fertig. Ermöglicht die Nutzung von Beschwatzen gegen alle Gegner, gegen alle nahen Gegner gleichzeitig. Drücken bei der entsprechenden Aufforderung E. Plappermaul. Bist du bereit? Gut festhalten! Die Verdächtige wurde uns in der Nähe der Asylregion gemeldet. An Scheißdreck! Einfach so ins Comlink reinsprechen. An Scheißdreck! Okay, bist du das? Halt dein Maul! Einfach vorbei an der Sperre. Wobei, da ist so eine Konsole drin, mit der ich die ja eigentlich verliere, ne? Komm, probieren wir es mal. Gehen wir mal richtig all in. Okay, ich kann nur 3 Ziele. Okay, probieren wir es mal. So viel dazu. Naja, das waren einfach zu viele und ich hatte hier keine Deckung. It is what it is, I guess, huh? Wo bin ich jetzt? Ich habe 1500 Credits verloren. Ach, weil die mich quasi nicht besiegt haben, sondern mich kurz in den Knast gesteckt? Sehe ich das richtig? Sand macht mir nichts aus, aber diese Hitze bringt mich um. Ich kenne jemanden, der Sand sehr viel ausmacht. Hier ist nichts. Imperiale Propaganda. Ich hoffe mal, es seid jetzt einfach nur noch hier zwei, ja? Mein Charakter hat einen falschen angegriffen, aber es ging nun mal gut. Spitzen wir mal die Lauscher.
Ja. 100 Credits. Und die 1477, die sie mir abgenommen haben. Okay. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Auf die Gefahren ist zu verschreien, ich musste das Spiel noch nicht neu starten. Wegen diverser Grafikfehler, Glitches. Da oben ist was. Komme ich da von hier aus hin? Ich glaube nicht. Darf ich hier sein? Glaube schon, maybe. Also gut, M5. Los geht's. Imperiale Außenposten. Gut, hier darf ich wahrscheinlich nicht sein. Versteckt, ja? So, vorsichtig. Hallo. Musst du dich in dem Moment umdrehen? Für Wüstenreisen, denke daran, immer in der Gruppe unterwegs zu sein, wenn du in der Wüste, wenn du die Wüste durchqueren willst. Unter den Dünen lebt ein Monster. Naja, ich sage Monster, aber in Wahrheit wissen wir nicht, was es ist. Keine Sorge, es gibt eine einfache Regel, wie man eine Begegnung überlebt. Du musst nicht schneller sein als das Monster, du musst nur schneller sein als die Person neben dir. Das ist aber lieb. ISB-Bericht Vale Tormen. Vale, Alter 25. Oh, okay. Noch recht jung, die Dame. Vale ist eine Kopfliegerin mit einer für ihr Alter erstaunlichen Bilanz, die ihren Ruf als eine der besten eingebracht hat, die der Gilde der Kopfflieger zu bieten hat. Vale ist vor allem für ihren Mord am Verbrecherboss Slam Slonini bekannt, der zum Zusammenbruch des Slonini-Kartells führte und Vales Wert um beinahe 53% erhöhte. Den Erfolg zum Trotz weigert Vale sich hartnäckig, imperiale Aufträge anzunehmen, weshalb das ISB bezüglich möglicher Zusammenarbeit mit Rebellen oder Anti-Imperiums-Aktivisten ermittelt. Bisher gibt es keinerlei Hinweise auf derlei Partnerschaften. Möglicherweise ist sie aufgrund persönlicher Erlebnisse einer Zusammenarbeit mit dem Imperium abgeneigt, ohne dass sie dies zu einer aktiven Aufständischen macht. Vales Arbeit für renommierte Syndikate wie Schwarze Sonne und Zarek Besh werden sie häufig konträr zum imperialen Interesse agieren lassen. Jawohl. Daten übertragen. Crane, ich habe meine Fühler ausgestreckt, als du unterwegs warst, und einen potenziellen Käufer gefunden. Soll ich etwa ein falsches Spiel spielen? Es könnte sich auszahlen. Aber das ist deine Entscheidung. Crimson Dawn oder das Huttenkartell.
Crimson Dawn. Naja. Crimson Dawn. Muss bei denen wieder ein bisschen Rufgut machen. Woher weiß man, ob man sich für das richtige Syndikat entschieden hat? Das ist die Unterwelt. Wenn es was zu erledigen gibt, ist jeder Groll vergessen. Hol gut. Ja, das dachte ich mir. Du weißt, wie es geht. Ich übermittle dir die versprochene Bezahlung. So, ich muss mal weg. Bye. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ruf beim Huttenkartell gegeben hätte, aber auf die Credits kann ich halt echt pfeifen im Moment. So. Dann haben wir noch Hacke das imperiale System. Das gibt jede Menge Ruf beim Huttenkartell. Ich bin übrigens immer ganz kurz davor, das Wort mit N zu verwenden, statt das mit H. Gut festhalten. Weiß auch nicht warum. Hat keinen speziellen Grund, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein Idiot. Ist das da oben was zum Entdecken? Dieser Sprung dauert manchmal einfach zu lang. Dass man den aufladen muss, ist ein bisschen belastend. Anfragen. Direktenergie-Schaltkreis. Aha. Der verkauft im Endeffekt dasselbe wie der letzte, bei dem ich war, auch. Das hätte ich halt ganz gerne. Dieses Revolver-Set mal anhaben. Aber da fehlt mir Stellarakt-Einheit und Direktenergie-Schaltkreis. Weiß ich zu schätzen. Ernsthaft? Ich bin da dran hängen geblieben. Also jetzt reicht's aber. Dafür kann ich die Aussicht jetzt genießen. Toll. Ja. Festhalten. ND5, ich bin vor Ort. Zeit loszulegen. Schild! Nur ein bisschen weit fahren, alles gut. Das gefällt mir gar nicht. Schicken Sie noch einen Trupp in meinen Sektor. Ich habe noch nie so viele Kopfgeldjäger an einem Ort gesehen. Hm. Siehst du was? Lasst uns abrücken. Hallo. Nichts feststellen. Na komm. Du bist die einzige Person, die mich gerade daran hindert, in dieses Lager reinzukommen. Das muss ich natürlich eindeutig beenden. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Scheuch das weg! Mach dich vom Acker! Showtime, Kumpel. Ich müsste wahrscheinlich nicht immer so vorsichtig vorgehen, aber es fühlt sich halt irgendwie besser an. Weil ich dann weiß, dass es wenigstens so vonstatten geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich kann dann nur mich selbst blamen, wenn das schief geht und nicht sagen, es macht keinen Sinn, dass der jetzt so reagiert.
Ist jemand in der Nähe? Jawohl. Was war das? Alle Patrouillen im Einsatz. Ende. Komm her. Na, schau, da kommt nämlich ein Sturmtruppler. Wäre ich jetzt hoch, wäre das schief gegangen. Irgendwas zu vermelden? Ende. Ich muss um eine Versetzung bitten. Runter mit dir! Okay, dann nicht. Lagebericht. Ende. Okay, da drin sind mehrere. Zumindest mal zwei. Gut. Verdächtige Schiffe. Lass diese Schiffe nächstes Mal einfach ohne Inspektion durch. Ihre Bearbeitungsgebühr wurde bereits beglichen. Sie greifen keine imperialen Schiffe an und das bisschen Taschengeld ist der einzige Lichtblick auf diesem erbärmlichen Posten. Nichts Ungewöhnliches. Solltest du dir das mal ansehen, Kay. Könnte ich auch Crimson Dawn geben, wenn ich will, ja? Aber nein, ich brauche gerade Ruf bei den Hutten. Du bist gut. Sehr gut sogar. Ich überweise die Kredits. Anscheinend ist hier noch irgendwo einer, weil ich habe immer noch jemanden reden hören, aber der kann mir ja egal sein. Journal. Sammle weitere Übertragungen. Das ist erstmal unwichtig. Das da. Festhalten. Ist da irgendwas mehr in der Nähe? Ist eine ziemliche Strecke. Von hier aus bin ich schneller, hätte ich gesagt. Ah, jetzt ist es hier auch belebt. Jetzt könnte ich mich hier auch nochmal umgucken. Irgendwo muss ja hier auch eine Schlüsselkarte sein, dass ich in diesen Raum da vorne reinkomme. Hey, schon gehört? Sarek Besh will sich die Schmuggelrouten der Hutten krallen. Eine gute Art zu sterben. Die Frage ist, wer hat das? Aber ich habe das Geld hier. Bitte verzeih mir, ich hatte Mos Eisley nie verlassen dürfen, als du sagtest, dass es gefährlich ist, habe ich das nicht ernst genommen. Aber diese Hitze, die Hutten, die Piraten, die Farm ist nicht zu halten. Ich versuche herauszufinden, was ich tun soll und habe meine Wertsachen so lange in einer Höhle versteckt. Ich dachte, ich könnte hier glücklich werden, aber das bin ich nicht. Ich bin unglücklich mit dir, das weiß ich jetzt. Es geht hier ab. Und weist zahlende Kundschaft ab? Jetzt läuft alles über das Imperium.
Und die wollen ihre Steuern in Kredits. Was anderes kann ich nicht annehmen. Kein Laden kann das. Dann hast du wohl Pech. Was ist mit diesem Schmuck? Der ist viel wert. Kein Tauschhandel. Was ist mit dir? Ich gebe ihn dir für einen guten Preis. Du kannst ihn für viel mehr weiterverkaufen. Ich brauche nur ein paar Kredits für Wasser. Kaufst du ihn mir ab? Ja, yep, mache ich. Das Ding ist bestimmt mehr wert. Das kann ich machen. Gefälschter Crate-Perlenring. Danke. Gib doch noch Mitgefühl in der Galaxis. Das ist unmöglich. Mit unseren Gleitern schaffen wir das nicht. Hey, was habt ihr vor? Klingt nach einem Gleitertrick. Geht dich nichts an, Außenbettlerin. Entschuldigung. Da fällt mir was ein. Hast du Höhenangst? Nein. Wozu versucht ihr mich hier gerade zu überreden? Wir haben eine neue Route gefunden, aber dafür muss man in der Wüste über eine Schlucht springen. Ah, und ich wette, diese Abkürzung erspart euch einen Kontrollpunkt der Hutten. Und ihre Steuern. Ich kann es probieren, aber ich arbeite nicht umsonst. Das lohnt sich auch, wenn wir teilen müssen. Wir sehen uns dort. Da, die Hütte war es, glaube ich, wofür ich das Kärtchen brauche. Aber keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Muss ja eigentlich irgendwo einen Hinweis geben, oder? Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und dass die irgendwo rumliegt, macht auch keinen Sinn. Irgendjemanden zu beklauen wäre eigentlich so der richtige Schritt, aber wen? Naja, gut. Wir machen erstmal weiter. Suddenly. Wind verschwunden. Bist du bereit? Das Ding könnte übrigens immer noch schneller sein, auch wenn ich schon die nicht höhere Stufe drin habe von meinem Motor. Hutten-Kartell, dürfte ich. Muss aufpassen, wenn das jetzt das Hutten-Kartell gibt. Ja, heißt sogar Hutten-Kartell-Lagerhaus. Das scheint ein Eingang zu einer Höhle zu sein. Alles gut, ich kann noch fahren. Mir geht's gut. Es geht hier ab, dunkle Höhle. Noch damals, als bei Bram das Licht ausging und wir ins Kraftwerk geschlichen sind, um es wieder anzuschalten? Wer war hier? Stand da nicht gerade irgendwas mit Schlüsselkarte? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Jetzt schwören kann, da stand irgendwas mit Schlüsselkarte. Nix! Tu dir nicht weh! Doch, da stand Schlüsselkarte benutzen, glaube ich. Es müsste hell sein. Im Dunkeln schaut es jetzt sehr unbeeindruckend aus. Das kleine Panorama. Hörner. Oh. Gut, dann gehen wir mal ins Hutten-Kartell-Lagerhaus und hoffen, dass sie uns nicht entdecken, weil sonst haben wir ganz andere Probleme. Und da vorne ist noch ein kleines Lager, da kann ich auch noch hin. Mich noch mehr mit den Hutten anlegen.
Ich muss übrigens noch... War das für Sie? Elastischer Duderfaserstoff. Nein, das war hier. Schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder. Das muss ich noch machen. Dass sie da nicht hochklettern kann, ist belastend. Wir gehen so langsam die Optionen aus. Chikuna Crispo Uber. Chikuna! Vaska! Jura Jitasa! Ah, die wissen doch was von mir. Okay. Ich dachte, aber das habe ich jetzt halt mal ausprobieren wollen, wenn eine Granate explodiert, dass die nichts von mir wissen, das sollte es gewesen sein. Hätte ich mir denken können, dass das nicht funktioniert, weil... Kriminelle Handlung. Weil, sobald die Plasmaschüsse losgehen, wissen sie ja, wo ich bin und dass alles böse ist, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Dann mal los. Ach, diese Salzebenen nehmen einfach kein Ende. Ja, man kann sich kaum vorstellen, dass hier mal ein Ozean gewesen sein soll. Weißt du, Kanto Bight liegt an einem künstlich erschaffenen Ozean. Angeblich soll sich der Sonnenuntergang durch das verdunstende Salzwasser so purpurrot färben. Ob es da irgendwann auch so aussieht? Hört sich eigentlich schön an, was sie gerade gesagt hat. Ich mag's hier nicht. Ist hier jemand? Das ist, glaube ich, jetzt wie so ein Außenposten von diese Kommunikationsstation von den Imperialen. So in der Art. Verschallknopf. Siehst du was? Vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber ich glaube, es ist was Ähnliches auf jeden Fall. Ne? Schauen wir mal. Wobei ich hier sogar rein dürfte, wenn mich die Hutten nicht als Feind, also wenn mein Ruf besser wäre, glaube ich. Toll, da drüben sind Gamorreaner. Love it. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Ah, das ist der Händler, den ich jetzt gleich niederschlagen werde. Zeit für eine kleine Show. Jetzt kommt sie doch.
Gut, damit wird der Händler ausgenockt. Los, lenk sie ab, Nex. Komm, geh da hin. Untersuche das. Du willst nicht? Oh, da unten wurde eine Leiche entdeckt. Ich muss mich um den da unten kümmern, der die Leiche entdeckt hat. Na gut, Max. Hol sie dir. Die Tierchen. Das ist scheiße. Sie kommen in unsere Richtung. Oh Mann. Beruhig dich, Mr. Roboter. Die lassen einfach nicht nach. Ja, alles easy, hätte ich gesagt, oder? Was steht denn hier? Gelder für den Steuereintreiber. Mir wurde gesagt, dass ich 10% der Steuern, die diese Saison eingetrieben wurde, bereitstellen und sie zu einem Konto auf Nasha da schicken soll. Fortuna war nicht gerade aufschlussreich hinsichtlich des Grundes. Es muss was mit der kommenden Ernennung des Magistrats zu tun haben. Jabba hat gewissermaßen... hallo, ich habe hier gelesen. Ja, easy, oder? Hätte ich gesagt. Wassersteuer. Verlief alles nach Plan. Was? Tim. Hatte ich wohl gerade einfach nicht den Rhythmus zuerst. Gut, dann los. Hola,
Wenn jetzt hier noch weiter reinkommen, dann sehen die gleich 800 Leichen. Schiff für den Schlüssel. Hey, schleich mal rüber und hol das. Ich glaube, ich muss mich um die da unten kümmern. Bevor die tatsächlich noch einen Alarm auslösen. Sind wieder so Tierchen. Nix, schnapp dir das. Guter Junge. Ich meine, die wissen ja auch so gesehen jetzt nach wie vor erstmal nichts von mir. Doch, kriminelle Handlungen minus, okay. Dachte ich vielleicht doch nicht. Dann los. Wäre auch komisch gewesen, um ehrlich zu sein, wenn es nicht so wäre, aber naja. Wie macht man Huttenruf plus, indem man bei den Hutten einbricht, Hutten umbringt? Ich weiß, wie man dieses Spiel spielt, ganz bestimmt. Bin da voll Korall drin. Gute Neuigkeiten. Dein Bruder hat niemals irgendwelchen Rebellen geholfen. Sagen zumindest jetzt die Daten. Du hast uns das Leben gerettet. Danke, vielen Dank. Jetzt kann mein Bruder wieder bei den Rennen mitmachen. Du solltest auf ihn setzen. Der beste Jockey von ganz Mos Eisley. Sato Blastergewehr. Na gut. Also eine Truhe habe ich noch, die möchte ich eigentlich auch noch ganz gern finden, wenn ich jetzt sowieso schon hier bin. Die Frage ist, wo die ist. Naja, ihr macht es da unten, gell? So hätte ich da auch reinkommen können. Anscheinend. Okay, aber wo ist dann die letzte Kiste? Warte mal. Ein Schatz ist hier noch, ja. Das muss ja dann aber eigentlich... Ja, wobei das letzte Mal... war es auch nicht direkt drinnen. Das könnte auch hier offen rumliegen. Das hatten wir ja auch schon. Also so gesehen ist da ein Ort, an dem ich noch nicht war. Schauen wir mal, wo das hinführt. Warum? Na, wer sagt's denn?
Nur leise quieken, okay? Hallo? Tür? Wieso geht die nicht auf? Keine Ahnung. Wow. Ich sollte mich bei ihm melden. Na dann. Ah, da ist ein kleiner Behälter. Aber da unten komme ich nicht raus. Ah, okay, ist eh wurscht, das ist hier, was ich suche. So, Wurst. Wurstometer. Jetzt können wir dahin. Nagabola Alter. Schnell, nix! Ernsthaft? Ich glaube, den Hutten positiven Ruf werde ich niemals erlangen. Ist so eine Vermutung von mir. Chance. Weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl. Was habe ich denn jetzt gerade bei denen? Ja, toll. Ich müsste jetzt erstmal ganz viel für die Hutten machen, dass die überhaupt ansatzweise Lust haben, mir nochmal zuzuhören. Boah. Dann schon wieder negativer Ruf. So, wie ging das jetzt? Sieh mal einer an. Blaster-Umweltsystem. Hutenruf, unerlaubtes Betreten. Ja, ich hab's verstanden. Könntest du mich mal an meinem Bobberlis lecken? Okay, aber dann ist das, was wir jetzt als nächstes machen. Erstmal Hutenruf. Wir brauchen einen Ruf bei den Hutten, sonst werden wir uns immer wieder mit denen anlegen, weil alles in den Gebieten hier drumherum denen gehört und wir fahren da immer wieder durch und das funktioniert auf Dauer so nicht. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zugucken.